Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Risen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ich wollte die Kiste noch klauen. Dann wollten wir uns Richtung Vulkanfestung begeben. Von hier aus sieht man sie schon richtig gut. Es kommt nicht mehr weit. Der das live kriegt. Ah, der kriegt das live, ne? Ach Mist, der macht das ja hier auch. Ah, gibt's hier ein Bett drin? Kann ich hier pennen? Schleiche uns rein und pennen. Dann gehen wir schnell raus. Jetzt geht's schon gleich Argo. Die stehen immer noch da. Geht ins Bett. Kollege jetzt hingegangen, der jetzt hier hinten wieder. Ich würde schon gerne erst noch hier drüben das ausrollen, bevor. Die gehen hier ins Bett. Stehen die alle wache hier oder was? Boah, wie mies ist das denn? Wie kann man das machen? Ach, da fällt mir ein, wir wollten ja eigentlich nochmal in die Stadt. Ich wollte noch den Ring schmieden. Ah, Mist. Wir hüpfen wohl leider mal in die Stadt und dann gehen wir los. Das können wir gleich mal auszufüllen hier, das können wir gleich mal auszufüllen hier. Geht das jetzt? Ja? Das kriegt jetzt niemand live oder was? Na gut. Und wir wollten ja noch, unsere Fähigkeiten hier noch erweitern. Was Diebstahl angeht, was denn das? Was Diebstahl angeht und was Schlösser öffnen angeht. Das müssen wir noch erweitern. Na gut, dann hüpfen wir nochmal schnell Richtung Stadt. Jetzt haben wir hier alles ausgeräumt wenigstens. Und dann kämpfen wir uns mal Richtung Vulkanfestung hoch. Und hab's. Hier haben wir ja schon alles gekillt. Eigentlich. Oder? Ich müsste alles weg sein, ne? Haben uns mal hochgesnackt. Sprinten wäre auch noch was Cooles. Irgendwie noch schneller. Pferde oder irgendwas zum Reiten, das wäre gut. Was haben wir denn hier? Ach, noch. Ein Kräuterli. Ich würde gerne noch ein paar Dietriche auch kaufen. Ich soll mal kurz gucken, wie wir das in der Stadt machen. Wir hatten doch, ja, wir hatten jetzt 14 Bandpunkte noch. Gucken. Hoffentlich braucht das jeweils bis 5 Landpunkte. Auf Stufe 3, dann können wir uns das kleine SB zu Diebstahl und Schlösser öffnen. So. Schleichen zu den hinten lang.
Die sitzt auch immer noch hier. Und tut nicht dergleichen. Ich dachte, die wollte ihren Vater suchen eigentlich. Eigentlich. Wieder hier durch. Können wir ja vielleicht drin irgendwo noch mal kurz dann pennen. Bis morgen, also bis früh. Aber dann Tage wieder losziehen. Also ich würde sagen, erst machen wir einmal Schlösser öffnen hoch, dass wir jede Truhe aufkriegen in Zukunft. Das war ja hier. Was? Hallo? Ich will ein besserer Dieb werden. Schlösser öffnen 3, nur 5. Juhu. Zeig mir, wie ich unmögliche Schlösser knacken kann. Um an die wahren Schätze zu kommen, brauchst du mehr als einen Dietrich und ein bisschen Glück. Du brauchst ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl. Da du nicht weißt, wie so ein Schloss aufgebaut ist, musst du zuerst den Mechanismus mit deinem Dietrich ertasten. Erst wenn du ein genaues Bild vom Aufbau des Schlosses hast, weißt du, welcher Bolzen und welche Feder gespannt oder gedrückt werden muss. Super. Jetzt sollen wir uns andere hochpushen. Ich brauche Dietriche. Natürlich. Das ist mir nämlich noch eingefallen hier. Ich brauche ein paar Dietriche. Immer alle mit. Zack. Nö. Was ist das jetzt hier? Maximales Mana. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Sonst können wir eigentlich nicht weiter doch jedes Mal alles noch verkaufen. Zack, 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 zack. 6 Euro verkommt das, das und das. So, machen wir so noch gewinnen. So leicht kann's gehen. Was willst du hier? Wie, was denn, wieso, hä? Ich hab eingekauft. Ganz ruhig, kein Stress. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, genau. Und eine bessere Dieb wollen wir werden. Was können wir hier erlernen? Dann haben wir das schon mal, dass wir auch dann in der Vulkanfestung. Ich bin ganz ehrlich, ich habe vor der Vulkanfestung alles auszuräumen. Aber echt alles. Also, na gut. Ich will ein besserer Dieb werden. Ich will ein besserer Taschendieb werden. Du bist mittlerweile so geschickt, dass du es wagen kannst, auch scheinbar unmögliche Diebstähle zu begehen. Das Prinzip ist das gleiche. Sprich sie an, lenke sie ab und nehme sie aus. Du musst nur viel, viel vorsichtiger sein. Die Leute, die du jetzt beklaust, sind mit allen Wassern gewaschen und achten sehr auf ihren Besitz. Okay. Dann würde ich sagen, ist er gleich unser erstes Opfer. Testen wir das gleich mal aus. Warum stehst du eigentlich hier rum? Ist vielleicht besser, ich lasse mich nicht in der Stadt sehen. Typen wie ich kriegen schnell Ärger. So, was haben wir jetzt hier gerade geklaut? Ach, die Geldbörse. 300 Goldmünzen! Yeah, und den haben wir auch noch. Ja, dann, also. Kann es jetzt ja losgehen? Jetzt können wir alle beklauen hier. Jetzt können wir die Kiste unten auch mal dort draußen auf dem Steg versuchen noch. Ich bin mal gespannt, wie heftig die jetzt ist. Du wirst nass, Kollege. Jetzt geht die und? Oh Gott. Ja, sehr schön. Magischer Schutz, ja, das ist gut. Eine Perlenkette. Ja, magischer Schutz ist was Feines. Den können wir vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen. So, die haben wir auf. Den haben wir geklaut. Erfolgreich.
Ja, wir wollen uns jetzt kurz pennen legen und dann geht's auf. Geh mal gleich hier pennen. So, dann geht's auf zur Richtung Vulkanfestung. Gucken, ob die uns aufhalten werden. Ach ne, hier muss ja lang. Hier geht's ja auch wieder raus. Jetzt können wir wieder noch kurven eigentlich. Hm. Ich sag mal Lebensenergie. Witze. Armbrust plus 1, das brauchen wir nicht. Na dann. Gehen wir wieder der Story hinterher ein bisschen. Wir haben jetzt lange genug die Welt erkundet. Da ist es morgen. Ich frage mich, dein erste Bahn kontrolliert deinen Handel jetzt wieder eigentlich. Und der jetzt nicht zurückkommt schon. Ich meine, die Weisen, da können uns halt Auftrag geben, dass wir jetzt alle killen sollen, das ist gut. Dann hätte er wieder die Kontrolle über die Stadt und gut. Das finde ich auch ganz cool, so eine Quest. Dass man alle Banditen in der Stadt zusammen trommelt und dann geht's los. Die Weisen aus der Stadt jagen. So, lauf, lauf, lauf. Ah, ich habe vergessen, den Ring anzufertigen. Ach, Mist. Na gut, in der Festung oben. Es wird in der Festung oben bestimmt okay. Mal so ein Goldschmiedetisch, eine Schmiede, was aber bestimmt okay wird oben. Hoffe ich zumindest. Dass wir so den Ring machen können, in Schweden. Habe ich jetzt wieder nicht mehr dran gedacht. So, mal gucken, wie die Kämpfe laufen. Hoffentlich fehle ich nicht schon wieder. Ich fange ja gerade eine Aufnahmesession jetzt erstmal an. Das ist immer so ein bisschen. Das war mega fehl. Hä? Ein bisschen weg, dass wir ein bisschen mehr sehen. Kisten. Naja, haben wir schon ausgeräumt. Hier ist alles okay. Stachelratten. Na, Kollegen? So. Frisches Fleisch nehmen wir immer. Dann werden wir mal hochgehen. Oder Vulkanquallen vor allem übelst. Ja, ob der auch mal knallt in einer Episode? Das ist natürlich krass. Oh Gott. Nur nicht hier runterfallen. Na, hier ist noch eine Pflanze. Die nehmen wir mit. Was hier? Da geht so ein Weg lang. Da drin liegt ein Schild. Okay, da steckt ein Schwert.
ist oder mal was Eingezäuntes. Gucken wir gleich mal. Stachelratten. Erstmal eine Truhe. Ja, gut, ein bisschen was wenigstens. Ist das das? Hier. Ja. Hier oben sind die Goldohren. Die können wir uns gleich holen. Goldmünzen liegen hier oben. Ich glaube, eine neue Spitzhacke ist ja praktisch. Zack. Das hat sich gelohnt. Mhm. Ich wollte schon hier rüber springen. Rostiger Zweihänder. Schade. Ich hoffe, das war so ein richtig cooles Special-Schwert. Da ist noch schon die Festung. Da geht's wohl schon hoch, ne? Guck mal, was ist noch hier? Ach, Wölfe. Guck einmal an. Ach, und Stachelratten. So. Den nehmen wir mit, den nehmen wir auch mit. Den Wolf, der da rumschleicht, kriegen wir auch noch. Das war wohl nix. Okay, hier sind überall Gräber. Nee, buddeln kann ich hier nicht. Warum? Kleiner Schild, rostiges Schwert und noch ein Krog. Warum hat es denn niemand angezündet hier? Jetzt wird die Leiche da ewig liegen oder was? Sauerei. Wir speichern mal eben. Hoffentlich geht das gut. Ein Bandit. Klappe. Ein Bandit. In der Vulkanfestung. Ob das so gut geht. Wenn sind. Was? Wo kommt der denn jetzt her? Oh, der hat schon mal die gesehen. Und da haben schon so kleine Ratten da. Die bewachende Truhe, das geht ja mal gar nicht. Truhen gehören alle rechtmäßig. Listiger Gnome. Also Gdolen gehören alle rechtmäßig mir. Ach guck mal, die haben schon eine Quest dafür. Neues gefährliche Monster. Ach, guck einer an. Das ist eine Quest. Von der Vulkanfestung.
Jo, haben wir die schon mal erledigt. Okay, und eine Kiste. Kriegen wir auch noch als Belohnung. Maximales Mana. Nicht so toll. Na dann. Würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir direkt rein in die Vulkanfestung. Bis dahin.